Leute, willkommen zurück in Asuka. Ich würde gerne etwas anderes noch sagen, aber ich habe eingeloggt und der Blutmond geht auf. Was für mich so viel heißt, wie ich habe hier gerade absolut keine Zeit. Jawohl. Was? Der Blutmond geht zu spät auf, der muss jetzt bald untergehen auch wieder. Ja, ja. Aber lass mal schauen, das sind die Diete und Gustav. Jawohl, die kämpfen auch hier unten, wenn sie nicht am Turm sind. Ja, jetzt weiß ich das auch. Also, hallo meine Freunde, willkommen zurück in Asuka. Da geht's gleich rund, wenn wir reinkommen. Die sammeln ihre Pfeile wieder auf, das finde ich cool. Ich weiß gerade absolut nicht. Das ist ein bisschen schnell gewesen jetzt. Moment mal. Jetzt schauen wir mal. Wir müssen das Ding fertig bauen. Haben wir einen über. Haben wir einen über. Einen Bauarbeiter, den 1A. Er kann Fisch- und Winterjäger spielen. Ne? Nächtliche Widerstandsfigur. Der ist Bauarbeiter, der darf theoretisch. Baut ja jetzt hier weiter, aber das machen wir. Also, wir hauen uns die Gerberei rein. Wir brauchen Rüstung, 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 Rüstung. Unbedingt Kampfrüstung, wie gesagt, uns steht ein Battle bevor in 9 Tagen. Kurz mal die Facecam. 9 Tage, Leute. Dann ist soweit. Der Rest läuft halbwegs. Was macht denn der? Wir haben genug Fisch theoretisch, haben 2 Fische, wir haben genug Angeln. Der Winter ist auch gesichert. Da darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Hoffe ich jetzt. Wir haben das umgesetzt. Hier ist da das Kohleteil. Ja, wir haben 200 Köder da drin. Es ist so geil. Der macht das alles. Der lässt die Knochensteine liegen und die andere holt sich die für die Knochenpfeile. Das ist so Weltklasse. Ja, passt, das passt. Haben wir in der Jägerhütte, Wim? Nein. Wir brauchen. Oh ja, Jägerhütte. Sehr gut, Romy, ihre Jägerhütte. Arbeitsstunden. Du raunst nicht. Die hat eh schon so wenig. Die arbeitet eh nur mehr. 11 Stunden. Ja, okay, gut. Ja, gut. Aber jetzt 10, das muss jetzt aber schon reichen. Also, komm, wir sind da nicht. Da gibt es sogar Gewerkschaft und so, ja? Da brauchst du gar nicht so rumranzen. So, was machen die hier? 112 Bären. Perfekt. Warum perfekt? Weil die Bären ich jetzt nur mehr verwende für die Köder. So viel unstack wie notwendig. Und dann, los geht's. Also wir sind schon auf, ich würde schon sagen Zielgeraden, wir sind am Endspurt, ja, wirklich Endspurt. Nicht jetzt, weil wir bald fertig sind, sondern weil ich glaube, der Tag X in 9 Tagen wird uns ziemlich zermatschen. Ich befürchte es, das wird dann entweder ein Neustart kurz darauf hin oder wir überleben es irgendwie. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt kriegen wir noch die Schreinerei. Jetzt ist nur die Frage, ob wir die Schreinerei überhaupt hinbekommen. Ja, einer, du bist da, machst gar nichts und ja, dann bedien dich mal. Ist okay. So, gucken wir mal. Also, wir haben hier den Schreiner. Was kann der jetzt herstellen? Der kann jetzt da. Aus den Lederfetzen und Leinengarn kann der Lederhaut machen. Kann sonst nichts? Das kann der nichts. Oh, ja, la, la, la. Das ist natürlich geil. So, dann werden wir mal schauen. Wir brauchen hier. Ja, wir könnten das. Könnten wir mal. Ich weiß nicht, ob ich da jeden zuweisen. Probieren wir das mal. Weisen wir hier mal bei dem Auftragsteil. Weisen wir hier mal. Aufgabe hinzufügen. Das kann nicht mal, dann fangen wir mal klein an, die Schuhe. Herstellen. Immer 1. So. Das heißt, sie stellt das wirklich da drüben her.
Ey, die macht das. Ah, ein bisschen schneller wäre toll. Bisschen schneller, komm. Komm schon. Komm schon. Was kann das Ding noch? Ja, hallo. Was sucht Romy? Runa? Tja, ich glaube, das weiß sie anscheinend selber nicht. Gut, wir bauen weiter. Was machen wir jetzt noch? Die Höhleneingang habe ich nicht. Ich habe noch keine Höhle. Jagdhütte, Fischerhütte. Mal einen Überblick verschaffen kurz. Wir haben... Bitte nach der Arbeitsstation. So, Bauarbeiter, Grill, Bauernhof, Fischerhütte. Zwei Fischer, das passt. Die sind sogar gut drauf, ja. Jägerhütte. Zweimal Holzfäller. Einmal Werkstatt. Der taugt irgendwas gar nicht, aber sie sagt nicht was. Zeitplan. Ja, okay. Ja, so ein Arsch muss ich ja auch nicht sein. Gut. Werkstatt, Wachturm, Wachturm. So, das heißt, wir brauchen jetzt Bauernhof und Pflanzen, die in dieser Jahreszeit nicht wachsen. Ja. Das heißt für mich jetzt nicht mehr. So, was haben wir hier? Könnten Karotten mal nehmen, weil das wäre mal was Neues. Hallo. Gut, dann will ich die ganz viele rausnehmen. Ich will nämlich nicht, damit die die essen. Brauchen wir aber eh nicht, das funkt schon. Ja, das Fischen könnte noch ein bisschen besser gehen. Das stimmt schon. Aber wir brauchen jetzt mal was zur Verteidigung. Wir brauchen... Ich verstehe nicht mehr, was der gut ist. Ja, Hunde züchten brauche ich jetzt nicht mehr anfangen. Kaserne für Nahkämpfer, Bogenschießstand. Wir bauen den Bogenschießstand noch einmal. Warum? Weil ich dadurch meine schon vorhandenen Typen einfach nur besser machen kann. Ich habe zwei Bogenschützen, von daher... Muss ich ehrlich sagen, bleibt man dann immer viel übrig. Ich will es hier herstellen, damit es eben innerhalb meiner Geschütztürme bleibt. Und ich suche mir dabei noch so einen Typen, weil ich brauche noch einen. Habe ich noch ein Bett frei? Ein Bett haben wir noch. Einen werden wir noch schaffen zu rekrutieren, bevor das dann soweit, bevor dann die Welt untergeht, sozusagen. So nenne ich es jetzt mal. D-Day. Ich müsste das irgendwo ablegen, wo er nicht jeder rausnehmen kann, aber das... Hallo. Das ist 50. Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Ich habe jetzt schon ziemlich häufig, ziemlich oft meine Dinger da oben. Ja, und Leute, mir ist es völlig bewusst, 7 Days to Die ist schon erschienen in der Experimental. Ich habe aber, ich wollte ja von Anfang an da gleich rein, also rein im Sinne von, dass wir hier ein Multiplayer-Ding draus machen, das kommt auch noch, keine Sorge. 7 Days to Die, es war so viele Jahre über ein Decade in der Entwicklung, wir werden es jetzt noch ein, zwei Wochen raushalten, weil ich möchte das Spiel hier fertig machen, ich möchte 7 Days, ich möchte Paul World, kommt in 2 Tagen ein riesen Update. Und wenn ich jetzt 7 Days to Die anfange, bleibt, dann unterbreche ich es in 2 Tagen wieder. Das heißt, ich werde das Spiel, was eh schon lange in der Mache ist, einfach jetzt noch ein bisschen gedeihen lassen. Und dann geht's los. So, ich hole hier Steine. Weil das ist nämlich das, was nämlich der andere Typ nicht holt. Und dann trainieren wir unsere Bogenheinis.
Das wird sehr schwierig. Ich meine, positiv überrascht wäre ich jetzt, wenn die Invasion nicht tragisch wäre, wenn das also easy going geht. Ich muss schon dazu sagen, ich glaube nicht, dass das so ist. Ehrlich gesagt glaube ich auch fast, dass es absolut praktisch wäre, wenn ich noch versuche, schnell irgendwie dann die anderen Werkzeuge herzustellen. Aber die Rüstung ist mir mal lieber. Ich kriege jetzt kein Eisen mit Schmelzen und allem mehr hin in 9 Tagen. Ja, vielleicht kriege ich es hin, aber ich weiß ja nicht mal, was ich dann noch alles brauche dafür. Ist mir zu risky. Und deswegen werde ich jetzt mal alles auf die Bogenschützen setzen. Vielleicht noch einen Bogenschützen ausrüsten. Wenn ich nämlich dem einen, der jetzt Bauarbeiter ist, einfach nachher sage, hey, du bist jetzt da auch Wache, dann müsste der Typ theoretisch ja sich einen Bogen holen. Vielleicht sollte ich mir auch einen besorgen. Andererseits muss ja irgendwer vorne tanken. Von daher, ich sage, wie es ist, Leute, no risk, no fun. Wenn ich mich nicht deppert anstelle, so wie jetzt gerade, dass ich zum Beispiel einen Schlitten da habe und trotzdem die Brocken immer die paar Meter trage, anstatt dass ich einfach den Schlitten vorfahre. Aber gut. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist, wenn ich die Ausbildung habe, könnte ich einen dritten Wachturm aufstellen. Vielleicht noch in der Zeit. Dass ich den dritten, der dritte auch von oben ballern kann. Und wenn die Defense locker überrannt wird, dann haben wir voll verkackt. Wenn die Defense halbwegs hält, haben wir nicht ganz verkackt. Wenn die Defense hält, sind wir wild. Weil es ist ja schließlich die erste Invasion. Was für mich so viel heißt wie, es gibt ja im Spiel noch urviele Tage. Es gibt ja nicht nur die 48 Tage, wo ich jetzt bin. Also gehe ich mal davon aus, dass das jetzt vielleicht die erste Invasion eventuell ein bisschen gnädig ist. Wobei ich Gnade in dem Spiel jetzt noch ein bisschen vermisst habe, auch beim Bärenangriff. Aber ey, mal schauen. So, jetzt habe ich wieder was vergessen. Wollte das ja zeigen. Aber ich finde das Spiel Welt. Das ist echt super. Ich freue mich schon auf den Neustart mit Duddle und Terror. Zwei super Kollegas. Beide schon lange dabei bei mir, beide kenne ich schon lang und bei beiden weiß ich, dass sie gute Gamer sind. Das wird sicher witzig. Vielleicht schließt sich ja noch wer an, wenn wer Lust hat. Easy, schneller. Ich habe eins, habe ich die ganze Zeit nicht. Das muss ich ehrlich jetzt schon sagen. Was mir die ganze Zeit nicht abgeht, Betonung auf nicht, ist der Steinsammler. Ich habe eigentlich schon seit gefühlten Ingame von den 48 Tagen sicher 30 keinen Steinsammler. Geht mir aber ehrlich gesagt auch nicht ab. Die Steine braucht man nicht so häufig. Würde ich die Steine die ganze Zeit für die Pfeile brauchen, schaut es anders aus. Ist aber nicht so, also. So. Liegt da vielleicht irgendwas rum? Bist du fertig? Kann ja gleich mal. Wisst ihr, kann ich ja mal mit einsammeln alles gleich, weil es eh. Brauche ich sowieso dann alles. Und es wäre schade, ich bin ja mit dem allen da, ne, wenn ich das so... Na! Nicht das. Die Werkzeuge gehen alle gerade kaputt, sehe ich.
So. Kann ich nicht nehmen, ich brauche noch einen Stein. Ein Stein noch. Dass das mal abgeschlossen ist, das Ganze. Los! So. Einen Baum kriegen wir noch, den zahlen wir noch irgendwo daher. Bin schon gespannt, wie das weitergeht. Warum hast du Trottel den daneben hin? Achso, der hat einen der hat einen eigenen Pracht. Ah, du bist ein Nullag. Wirklich. So. Wollen wir mal schauen, was ich hier. Irgendwie ist da kein Schuh, gell? Was fehlt denn der? Wenn sie den Schuh nicht machen will. Vor allem stehe, sehe ich da nichts. Und es ist jetzt Nacht, aber trotzdem. Ich hatte vorher hier. Ich hätte das alles rausgenommen und da reingeben. Verkleidung, da ist nichts. Da ist auch nichts. Habt ihr das noch nicht hergestellt? Bin enttäuscht, Madame. Warum machst du das nicht? Was ich nicht ganz verstehe, ist, hat sie das jetzt mit? Weil das finde ich ja. Das finde ich ja super, dass das so geht und man da so viel rauskriegt. Weißt du, sollte eigentlich jetzt schon dann ziemlich bald einmal so auch gehen anscheinend. Ach, geht eh. Okay. Oh, herstellen. So. Jetzt habe ich einen Schuh an, der mir 10 Rüstung bringt. Jawohl. Mal einen Schuh. Ja, gut, okay. Ja, okay, gut, ja. Dann holen wir den einen Baumstamm. Haben wir hier einen? Sonst hole ich von da vorne einen. Nein, wir haben keinen.
ich nicht mehr hergeben. Haben wir hier noch was drin? Das Essen wird wirklich... Das Essen ist aber wirklich ein bisschen knapp. Schon wieder. Ehrlich, das ist schon ein bisschen hart. Gemma. So, was die nächste Stufe will. Wir sind ja schon Tag 8. Ich bin echt schon gespannt. Vielleicht kriegen wir die Invasion heute sogar hin noch. Also nicht in dem Video, sondern hier live auf Twitch. Falls einige Tage nicht online sind, meine Community böse auf mich. Jetzt will ich keiner mehr zuschauen. Ja, es ging wegen der EM nicht. So, rein da. Aufbauen. Ich sehe gerade Essen. Das hilft nichts. Ich muss ein paar von da essen. Na, der Koch wäre da. Koch was. Mach. So, Seile. Haben wir theoretisch auch hier drin. Das reicht aber. Die Stöckchen. Ich meine. Bringt alles mit? Achso. Läuft, so. Wir haben leider keinen Tag Zeit zum Schlafen. Absolut nicht. Abmarsch. Wobei es mir ja sogar einen Buff geben würde, aber... So liegen lauter Köder rum. Ey, die gehen die NPC schon am Keks. Immer wenn es in der Arbeit gibt, es andere, lassen sich alles andere einfach fallen und gehen. Ja, finde ich doof. Der kann ja das in seinem Inventar lassen, solange er Platz hat. Wenn er Platz braucht, soll er es raushauen. Nicht für den Beruf benötigt. Das aber vorher schon alles weghaut, finde ich fies. So. Finde ich super, mitnehmen.
schon noch haben? Der nimmt immer die Dicken zuerst mit. Ich muss den irgendwie die Dicken in der Priorität runterschrauben, glaube ich, weil die sind... Ich brauche die wirklich nicht so häufig. Und das mache ich jetzt auch. Ich brauche die wirklich nicht so häufig, aber... Er darf sie holen, aber... Also von mir aus nur... Nur er. Und dann holt sie nur Brennholz. Nee, no. So machen wir das. Ich sag, die sind ja okay, die Dinger, aber mir ist der Rest trotzdem lieber. Los, los! Feature Paul! Make it fucking greasy. Komm, weiter. So. Alles reinkaut, bauen wir hier mal weiter. Und jetzt? Und jetzt? Nur noch diese Balkteile. Arschloch. Wer nimmt die immer alle? Was machst du jetzt? Wir haben Fisch, Eisen, Lebensmittel, Material, Werkzeuge, Waffen, Rüstung, Kleidung, nichts. Ich will nur wissen, was die Werkzeugdame jetzt macht, weil sie schreibt mir nicht hin, was sie braucht, aber sie rennt halt irgendwo in der Gegend rum. Es würde mich halt nur interessieren, was die holt. Rinde. Gut, okay, sie holt Rinde. Warum? Der andere hat das schon fertig gemacht. So, und jetzt müsste ich aber echt die Bogenschützen dann irgendwie da einteilen können. Aber am Abend muss ich es dann wieder umteilen, am Wachturm. Nichts. Ah, Rüstung, hier. Wo ist der Schuh? Normal leuchtet alles, was hier irgendwo liegt. Na gut, die Werkzeuge leuchten auch nicht alles. Okay, das ist Fehler. Ja gut, dann muss ich das irgendwie finden. Wo finde ich das jetzt? Nein. Werkzeug, nein. 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 Hier. Kleiderständer.
Ah, hier. So, okay, dann eins noch an der Bogenschützen. Bogenschießstand zuweisen. Zwei Wachtum, Heinis. Wachtum. Wachtum. So. Klassenfiete, so. Ja, Fährkampf siegen. Theoretisch tut der jetzt da. Ja, schnell. Wir haben auch mehr als genug Pfeile, wie man sieht, mit. Das war eh fleißig, sehr schön. Ja gut, dann werden wir der genaue Aufgabe geben. Dann darfst du nämlich außer dem Schuh. Ja. Die Hose wäre noch cool, wenn es schaffen könnte. Die Hose hat 40 Rüstung, der hat 10 Rüstung, die Brust hat 50 Rüstung. Aber das. Auch eins herstellen. Ja, mehr haben wir deshalb nicht. Das haben wir weh gut. Lass uns das mal machen. Da braucht sie ja Weile. Warum habe ich jetzt kein Essen hier? Was ist los mit den Fischern? Oh, mein Schreiner, so. Schreiner ist wieder ein Addon von dem hier. Vermutlich. So, Rennofen. Weiter geht's mit dem Rennofen. Ich kann nur eins nach anderen bauen, hoffen, dass das wird. Es bringt mal alles andere, ist Zeit zu knapp. Muss man leider sagen, das wird sich zeitlich nicht mehr ausgehen. Könnten wir mal probieren, hier wieder das zu plätten. Das habe ich ja letztens auch geschafft, obwohl eigentlich das Ding meint, das geht nicht. Ganz einfach, weil sobald man mal die Spitzen unten hat und dann das neu zieht, schon mehr als man glaubt.
schon 35 Minuten dabei. So Leute, ich tappe euch mal kurz raus. So, ich habe jetzt die Typen lasse ich hier immer trainieren, die Bogenschützen. Einen Bauarbeiter habe ich noch, der sollte hier auch irgendwann mal Hand anlegen. Das ist aber, glaube ich, mit Reparieren der Base beschäftigt gerade. Und wir bauen jetzt noch einen Turm auf. Das heißt, wir werden uns noch einen Turm defense-mäßig wohin stellen. Bogenschießstand haben wir, die trainieren in der Nacht. Schreiner. Jetzt schauen wir mal, also Schreiner suchen wir ja schon sehr lang. Was kann man da jetzt? Achso, Rennofen. Ach Gott, das ist ja, hängt ja alles zusammen. Also das hier brauchen wir. Wir haben aber nur noch 7 Tage. Das heißt recht viel. Ist dann immer Zeit jetzt. Komm schon. Essen wird schon wieder kritisch bei mir hier. Weil ich sagen muss, wenn nichts überbleibt, ist ja auch gut. Jetzt ist immer was drin. Wenn immer was drin ist, ist es ja auch nicht so. Wenn immer was drin ist, wird es kaputt. Das passt schon. So, jetzt brauchen wir noch 2 so große Steine. Gehen wir wieder Steine holen. Zwei üben hier wirklich brav. Deiner hat vor Level 7 gehabt. Das sind die Jäger. Lol, die holen sich die Pfeile. Okay. Holen sich die Pfeile von den anderen, dann werden sie mal schön schauen. Dann. Eieiei, da wird es Prügel geben. Gibt es Hiebe aufs Getriebe. Hey Jesus, hallo. Freut mich, dass du wieder hier bist. Ja, geht so. Halbwegs okay alles, so wie man sagt, wie soll das immer. Du darfst immer da sein, das ist kein Problem. Du kannst auch fischen, wenn ich offline bin. Und ja, ich glaube, das geht wirklich, solange mein OBS rennt. Wenn ich OBS stehen lasse und nicht abdrehe, schon. Der überwacht den Chat auch, wenn ich offline bin, theoretisch. Also ich kann offline fischen in meinem Chat, wenn es ist. Ich glaube, das geht. Müsst jetzt mal probieren. Dann lasse ich OBS offen und kannst die ganze Nacht fischen. Ich habe das wirklich schon mal Rennen gehabt davon, weil ich vergesse manchmal eh. Und das fällt auch nicht unter Betrug, weil du fischst ja sowieso nur, wenn ich's erlaubt, sozusagen. So, ab nach Hause, es regnet wie Sau.
Was sind Parkelhari, Parkelharios? Was sind das, die Haribos oder was soll das, was ist Harios? Ja, Fettfinger. Haribos. Ja, Haribo ist ja eine Marke, ne? Welche, die, was sind das, welche sind denn das von Haribo? Mibiali? Haribo, mach Kinder froh. Bitter Lemon und Friends. Bitter Lemon kenne ich nur Alkohol. Ist auch bitter, magenbitter. Heute habe ich gelesen, dass sich das Trinkverhalten der europäischen Länder in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat. Das dürfte kulturell tief verankert sein. Und im Schlusssatz habe ich noch gelesen, dass Österreicher überdurchschnittlich viel Bier trinken. Das halte ich für ein Gerücht, ja? Nebenbei. Warum macht die eigentlich kein was? Bin ich jetzt blöd, weil die so schnell da? Wo sind die? Ist wieder weg. Aus dem hier. Oh. Ja, das hätte jetzt langsam mal durch schon Priorität. Priority. High. Eine High Priority und nochmal eine High Priority. Beides gibt nämlich immer direkt das andere. Sollte aber recht schnell gehen, dann können sie mehr nehmen. Ja, macht nichts. Ist kein Problem, Jesus. Alles gut. Ich sage immer überdurchschnittlich viel, dass wir trinken hier, glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, die setzen den Durchschnitt zu niedrig an. Ich glaube nämlich eher, dass die anderen zu wenig, durchschnittlich zu wenig trinken. Deswegen trinken wir eigentlich normal. Ja. Es ist wie bei Umfragen. Man muss nur so lange fragen, bis das Ergebnis passt. Ansichtssache. Eieiei. Da kriegt jetzt alles was ab. Jetzt wird es schon ein bisschen schwierig, das Ganze am Laufen zu halten hier. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen soll. Die Invasion kommt bald. Die Typen, was trainieren, die sollen trainieren sollen, die schlafen. Ich habe einen zweiten Jäger angeheuert, soweit ich mich jetzt noch erinnere. Ja. Bringen die wenigstens was zusammen. Sind die überhaupt unterwegs? Wer sind denn die zwei Jagdvollpfosten? Romy und Jasper. Leute, wo seid ihr? Ja, wink noch blöd. Könnt ihr jetzt mal arbeiten gehen? Danke. Ciao. Servus.
Trennsandstein. Hier geht's arbeiten, komm. Das ist nicht so blöd. Gut. Ja, wir bräuchten das Teil da hinten noch. Nope. Also wir erziehen hier bei unserem Land, wir erziehen unsere Luschen schon. Mein Sohn habe ich schon abgeholt. Zwei, dreimal irgendwo, wo er nicht mehr gewusst hat, wo oben und unten ist. Bin stolz als Vater. Muss man schon sagen. Ah, das war früher auch schon so. Uns haben auf dem Heurigen schon Leute gesagt, das, was wir da wettgesoffen haben, haben die alten Weißhaarigen gesagt, das haben sie vormittags schon getrunken. Nein, das ist, er hat da schon. Meiner hat da, ich hab den lassen, wie er will immer, und irgendwann hat er halt mal gemeint, hat er mal angefangen, und irgendwann, jetzt gebe ich ihm mittlerweile den Tipp, nicht gleich wieder im Vorhinein voll reinleeren, zuerst mal kurz langsam angehen, sonst ist der Abend schnell vorbei. Hol ich ihn wieder Mitternacht schon ab, wo die Party losgeht, und er ist schon wieder hinüber. Na, der nächsten paar Mal hat es geklappt, bis 3 in der Früh, ohne abholen. Er macht das schon brav, hält die Fahne hoch. So, jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt ja eigentlich diesen Rennofen. Meiner wird 19 im nächsten Monat. Mein Freund, der fährt schon Auto. Also wurde ich mit 19 Papa. Einmal so. War zwar nicht gewollt damals, aber das Beste, wo gibt. Beste, wo gibt, weil mein Sohn und seine Freunde mögen mich. Jetzt kann ich mit meinem Sohn noch ein bisschen rumziehen und bin nicht peinlich. Zumindest meistens. Das hat schon Vorteile. Meine Tochter ist jetzt 5. Da wird sich das nicht mehr ausgehen. Ich meine, rumziehen schon, aber ob mir peinlich, bin ich mir nicht sicher. Das macht nichts. Ich ziehe mit meinem Sohn rum und nicht mit Jesus. Darfst mich gern peinlich finden. Dieses Gebäude hat so viele Erweiterungen, heißt das jetzt, ich muss eine zweite Werkstatt bauen, um die Erweiterung... Okay, das wird nichts mehr. Gut, wir werden uns jetzt vorbereiten hier auf den Angriff und hoffen, dass er sanft ausfällt. Der ist bei 16 mittlerweile Fernkampf. Naja, der war vor auf 7, also das läuft. Und bauen wir hier noch einen Turm hin, noch so einen Psychopathen dazu, der da schießen darf, und dann... würde ich mal sagen, warten. Wir warten. Wir können den bauen. 2000 Punkte, 10 Verteidigung. Den bauen. Mir ist der lieber. Der ist mir lieber. Bauen wir den. Ja, ist oft so. Denke ich mal bei meiner kleinen Tochter oft. Ist aber teilweise schlimmer als der
große war. Aber das ist, weil es mit dem großen wach groß werden. Das ist einfach, liegt einfach irgendwie in dem Ganzen dabei. So, Gas geben. Ich gehe und hole noch so ein 5 so Steindinger. Dann muss ich sagen, würde ich sagen, Defense steht. Dann geht's ans Ausrüstung craften. Ausrüstung craften und was fehlt uns dann noch? Wir müssen die Ausrüstung noch zusammen craften dann und den Turm aufbauen, Ausrüstung craften und dann, ja, kann ich nur mehr stabilisierend wirken, schauen, dass Essensversorgung noch besser läuft, weil das ein bisschen hackt. Dann will ich jetzt gar nicht weiter mehr in die Zukunft denken, weil es könnte sein, dass ich keine Zukunft habe. Je nach Angriffssorte. Und genau deswegen werde ich da mal abwarten. Überall diese Birken hier. Aus irgendeinem Grund habe ich das dort markiert. Birken kann ich mit Metallwerkzeugen wahrscheinlich abbauen. Also beim nächsten Mal möchte ich das schon andere Reihenfolgen bauen. Ich bin mir immer nur noch nicht ganz sicher. Wegen ein Essensding. Ich bin nach wie vor Fan von Fischen. Wirklich Fan, weil es einfach keine Laufwege hat. Aber man braucht schon 2 Dinge. Naja, ich weiß ja nicht, wie alt du bist, ob es vieles gibt, was älter ist als du. Also ich glaube, der Jesus, ich meine, mal ehrlich, Jesus ist schon sehr alt. Also da kann man schon, da kann man den Spruch schon bringen, oder? Lol. Wer da peinlich ist. Ah, na doch, es gab Boy, wow, ein uralter Havara, das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Du kannst den PC noch bedienen, geht das eh? Nee, Spaß, ich bin 85. Heißt jetzt viel um. So, jetzt müssen wir hier mal Essen machen. Was ich jetzt nicht weiß, Leute, was ich, weil ich habe euch jetzt wieder zugeschalten. Aber wir sind die ganze Zeit nur rumgestanden hier eigentlich. Wir haben erstens noch mal blöd geredet die ganze Zeit. Und zweitens habe ich das schwere Problem. Oh, man kann Karotten rösten. Und zweitens habe ich das schwere Problem, dass ich jetzt. Mir geht alles aus. Das Sammlerhütte. Sammler ist jetzt losgelaufen wieder. Was macht der da oben? Was tut der da? Mein, ja gut, Jäger, der hat vielleicht da wahrscheinlich verfolgt, aber das ist schon ziemlich weit. Wir haben keine Bären mehr und auch sonst nichts. Wir haben jetzt der eine ist jetzt hier, den habe ich jetzt losgeschickt als Sammelmarker. Der darf jetzt Federn suchen. Wir brauchen unbedingt wieder Federn für die Pfeile. Sonst haben wir schon mal das erste Problem. Hier brauchen wir noch einen Baumstamm, einen dicken, fetten. Den werden wir sich jetzt noch woher schnappen. Ich glaube aber selber fällen wird nicht gehen, weil der wird ziemlich sicher... Selber fällen wird, glaube ich, nichts. Weil ich glaube, unsere Axt wird kaputt. Was hackst du da kaputt? Aber nicht so einen großen Stamm. Mist. Dann müsstest du wirklich einmal...
Ich habe Tarif dann angeschaut, das erste ein Video gemacht und dann festgestellt, dass es leider nichts für mich ist. Leider. Ich werde mich auch beim nächsten Mal, da wollte ich mich hier entschuldigen dafür, werde ich mich davor hüten, etwas zu hypen, bevor ich selbst gespielt habe. Ich habe es jetzt nicht voll ja gehypt mit, oh mein Gott, gibt nichts Besseres, aber ich wollte da wirklich alles reinmachen und Ding. Aber ich habe eigentlich, ich wusste, es ist WoW ähnlich, aber ich habe eigentlich gehofft, dass es etwas, dass die Steuerung davon eher etwas in Richtung New World geht, weil das ist ja wirklich kompletter WoW-Klon und Tap-Targeting kann ich gar nicht mehr. Also ich habe mich da, ich habe mir wirklich schwer daran, da überhaupt einen Mob tot zu kriegen und habe dadurch das dann gleich wieder abblasen, die Aktion. Vor allem, weil im einen Monat eine Alternative erscheint. Schauen wir die mal an. Throne and Liberty hat nämlich einen Release-Termin gekriegt. Und Throne and Liberty ist wieder durch Amazon Games gepublished und ist auch Free-to-Play. Und setze da meine Hoffnungen rein. Werde es aber jetzt nicht so, ich werde es erwähnen, aber nicht so rumhypen, weil ich zuerst mir das mal anschauen möchte. Im Prinzip schaut es aber aus wie New World. Es schaut im Endeffekt aus wie New World, Throne of Liberty. Von der Grafik her auch nicht zu asiatisch, was ich auch nicht so der Fan bin. Und es gibt auch Siege Battle, Gebiet Battle, normal PvP, viele PvE-Dungeons. Schwerpunkt ist eher, glaube ich, auch PvE mit Gruppending und allem. Und ist auch Free-to-Play und das schaut aber wirklich aus wie New World, nicht wie WoW. Und ich hätte eher gern so einen New World-Teil. Ja, das passt schon, Dark. Ja, alles okay, wir wissen es auch. Das war, nimmt da keiner übel. Wir wissen es, das passt. Ja, und das erscheint in einem Monat jetzt wieder in der Beta. Schauen wir mal, wie das ausschaut. In der Hoffnung, ich suche mich halt nach so einem Game noch. Und das wäre das nächste große. Wie hat das vorher geheißen? Albion war zu von oben doch zu sehr, mach irgendwas und ohne Sinn. Taris Land hätte was zu tun, ist aber wirklich so altertümlicher. Wow, ja, klicken, fertig. Ich brauche so wie hier in dem Spiel. Ich kann hier auch mit dem Schild blocken, wenn und dann hinschlagen und blocken, ausweichen. Ich brauche dieses aktive Gameplay mittlerweile mehr. Ich gebe es zu, ich habe 8 Jahre WoW gespielt, da bräuchte ich das nicht. Aber WoW war, wie ich 18 Jahre alt war, mein erstes MMO, da habe ich mich dran gewöhnt. Das ist so lange her, dass ich mich mit dem WoW Tap-Targeting eigentlich nicht mehr so anfreunden kann. Ich könnte es wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, aber ich mag nicht. Ich mag das nicht mehr. Es ist immer zu anstrengend. Alle anderen Games, was ich rundum besitze, haben aktiveres Kampfsystem. Aktives Blocken, Ausweichsprinten, Durchrolle. Sowas ist mir da, muss ich ehrlich sagen, ich will das eigentlich gar nicht probieren. Ja, das ist so cool. Hau mal rein dann, ja. Sehr mich interessieren, wie das ausschaut. Ja, ist schon besser. Schaut, die Leute sind jetzt bei 44 schon. Na bitte. Ja, ich schau dann, ja. Ich habe Storm zwar aufgebaut, aber ich bin da hier gerade noch leicht beschäftigt. Ja, ich sag Tarislet, ich bin aber irgendwie auch froh, muss ich ehrlich sagen, weil warum soll ich für eine fünfköpfige Familie bei mir zu Hause Platz haben? Ja, also das Schild wächst nach ungefähr 50 Tagen nach, um das mal so zu sagen.
Wieso, was habt ihr denn? Ihr wählt eh neu und die Union ist bei euch eh an erster Stelle. Sagen wir mal so, schaut nicht mehr nach Ampel aus, ne? Ampeln sind scheiße, Ampeln sind immer noch gut, wenn sie grün sind. Und das sind sie aber zu zwei Drittel der Zeit nicht. Wer bückt sich nicht mehr? Das ist gut, das ist gut, ey, Jesus. Das ist gut. Naja, wie gesagt, danke, bei uns schaut es auch nicht so rosig aus. In diversen Themen. Kommt drauf an, wohin die Diskussion geht. So. Aber der YouTube-Part endet hier. Wir haben den Ofen umgemacht, aber eigentlich sind wir hier nicht wirklich weitergekommen. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen von zwei Stunden Spielen. Wir haben hier nicht viel auf die Reihe gebracht. Ich sage es gleich dazu, Leute, es tut mir leid. Weil wir haben hier, das Farmen gehört zu dem Game und jetzt wird es so intensivst. Ja, und ich habe das Problem, oft auch das Problem, dass ich einfach hier, dass jetzt geht das Essen, es sind mehr Leute wollen, es geht das Essen wieder aus. Jetzt habe ich den Sammler wieder einstellen müssen, jetzt fehlt mir der wieder woanders. Das ist halt ein Hin und Her und ich hoffe aber, wir haben 5 Tage in-game noch Zeit. Und dann geht die große Invasion los. Ich schaue mal jetzt noch an, was der Gerber und alles macht. Schauen wir mal. Ja, Rüstung habe ich noch immer keine. Aber der Gerber hat sich selbst angezogen. Das ist witzig, dass er das gemacht hat. Und sind alle pennen gegangen. So, die dürfen hier mal machen. Komisch, ne? Aber gut. Nächster Part, Leute. Wenn es blöd hergeht, haben wir da die Invasion schon drin. Ich denke schon. Ich baue jetzt nur noch das hier fertig und versuche die Siedlung am Laufen zu halten. Trainiere meine Leute, hau einen dritten Bogenschützen rein. Versuche genug Pfeile zusammenzukriegen. Dann Nahkämpfer wäre mir eigentlich fast lieber. Vielleicht baue ich die noch auf vorher. Mir wären die Nahkämpfer deswegen lieber, weil die Nahkämpfer nicht so viele Pfeile brauchen. Aber dafür sind sie auch schon mittendrin statt nur dabei. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, like, comment. Natürlich mit Werbung. Nicht vergessen. Bis dann. Adios und ciao.